Die Grillparty des Sommers geht los. In einem Duell auf Zeit buhlen zwei Promis um die Gunst der dreiköpfigen Jury. Bestehend aus Popfahrerlegende Hausi Leutenegger, Stilikone Clifford Lilly und Starköchin Meta Hildebrand. Alle Mittel sind erlaubt. Und wenn's mal brennt, hilft der Grillchef aus der Patsche. Aber nur wer mit seinem Gericht überzeugt, gewinnt die goldene Servola. Heute bei Die Promi-Griller, der selbsternannte Wirneli-Promi Joel von Nutzenbecher. Mit seinem Bühnenprogramm hat er sich zu einem Halbidioten gemausert, wofür ihm vom Quatsch Comedy Club ein Ehrenpreis verliehen wurde. Diese Mischung aus Zuneigung und Fremdscham verkörpert der Basler Comedian und Moderator nahezu perfekt. Im Duell gegen den Godfather of Black Swiss Comedy, Charles Nguela. Seinen ersten inoffiziellen Auftritt hatte er betrunken in einer Bar nach der Trennung seiner besseren Hälfte. Inzwischen ist King Charlie mit seinem optimal pigmentierten Humor stolzer Besitzer eines Swiss Comedy Awards. Charlie, sag dir etwas. Ich gewöhne die Pommi-Griller, weil du nicht kannst mit einem heißen Ofen umgehen. Ha, 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 shit, der Grill ist so heiß. Und weil ich zu Hause auf meiner Seite habe. Der Haute weiß, wie es läuft. Also los, Joel, vergiss es, okay? Es gibt vieles, was du kannst, aber kochen ist nicht eins davon. Okay, ich kann besser grillieren, okay? Na, das kann ja mal heiter werden. Ebenfalls einen guten Sinn für Humor beweist unser Grillchef Freddy Kamera. Salut miteinander und herzlich willkommen. Hallo. Das heutige Gericht von der Mitte Hildebrand nennt sich dreifache Extrawurst. Das ist ein Wursteintopf mit Sauerkraut und Linsen, dazu eine Grillwurst und einen Peperoni-Kranz. In das Gericht einbauen müssen eine Spinat-Hüttenkäswurst, eine rauchige Cheddar-Wurst und eine Randenwurst. Für das Gericht haben wir 1 Stunde Zeit. Wenn ihr ein Problem habt, könnt ihr mit Glück läuten, dann komme ich 1 Minute zu euch. Ich habe 17 Probleme. Viel mehr gibt es nicht mehr zu sagen. Kopf hoch und die Flamme fertig los. Hast du auch keine Ahnung, was es ist? Ja. Das ist Spaß. Gleich was. What? The actual? So, ihr Spaßvögel. Klingt so, als müsste ein Plan her. Erzähl das als Wurst. Ja, das ist eine richtige Hausi-Wurst. Sauerkraut. Ich liebe Sauerkraut. Sauerkraut ist etwas vom Besten, okay. Wo man kann essen kann. Ja. Ich habe jetzt schon Hunger. Ich verstehe nicht, was ich genau machen muss. Sind es mehrere? Sind es nebeneinander? Hat es alles in einem? Naja, damit kann ich dir leider auch nicht helfen. Was? Wirklich? Jetzt schon? Hey, sorry, ich weiß nicht, was es ist. Also, ich finde es ehrlich. So, was kann ich dir tun? Was ist ein Peperoni-Kranz? Du nimmst die rote Betenwurst. Du hast abwechselnd Peperoni, Wurst, Peperoni und ein Aubergine. Kannst du vielleicht noch zwei Zwiebeln dazu tun. Und du hast das so im Kranz nachher als Rädchen geschnitten grillieren. Okay. Es fehlt aber nur noch die Würst. Ja, wenn ich das dann nehme, mit der Wurst zusammen, wie. Okay, ist gut. Es ist schon gelitten. Ja, die Zeit ist um. Immerhin ein Lacher vom Grillchef gab's dafür. Wo sind die Würste? Wo sind die Würste? Wo sind die Würste? Ich finde die Würste nie. Unsere zwei Komiker auf Wurstsuche. Also ich habe schon mal Handschuhe für die Würste, wenn ich sie denn mal gefunden habe. Sagt mal, habt ihr mir nicht zugehört? Was hast du gesagt? Die Wurst gibt's nicht umsonst, die müsst ihr euch schon verdienen. Aha! Wie verdient man sich das? Erzähl mir doch, wie du entdeckt wurdest. Okay, nein. Es war so, ich und meine damalige Freundin waren lange zusammen. Und dann haben wir uns getrennt. Ich war traurig, bin in eine Bar rein. Und ich habe ein bisschen zu viel getrunken. Und dann habe ich einfach alles erzählt. Und ich habe nicht gemerkt, dass die Leute rundherum eigentlich mitgelassen haben. Und dann bin ich rausgelaufen. Dann kommt eine ältere Dame zu mir und meint, ja, kann man die buchen? Und natürlich im Sauf habe ich gemeint, sie denkt, ich bin ein Cowboy. Und ich denke, was soll das? Ich bin doch kein Cowboy. Meinst du, nein, sind sie nicht komisch? Nein, sicher nicht. Danach bin ich süchtig geworden. Seither mache ich Stand-up-Comedy. Ja, dieser Trennung verdankst du nicht nur deine Karriere, sondern jetzt auch deine Würste. Yeah! Und du, Joel, was bietest du? Ich habe es eigentlich schon im Voraus zu Hause nachgemacht. Das ist eigentlich meine Gegenleistung. Nö, reicht nicht. Tanz doch deinen Namen vor. Also, man macht die Kurzversion. Wow! Ich frage nur, wie weit
lernst du eben so kennen. Ja, wie heisst du? Jemanden kennenlernen wirst du so wohl nicht. Aber hier deine Würste. Dankeschön vielmals. Welche Wurst jetzt? Weißt du das? Ich behaupte, dass Joel nicht der beste Wurstkenner ist. Das mach ich mal. So, eine Minute. Ich habe nur eine Minute, komm ganz schnell. Was ist welche Wurst? Das ist die Gräuchte, das ist für den Wurstkranz und das ist Grillwurst. Okay, was mache ich mit der? Das kannst du essen. Alles klar. Wurstkranz ist klar, auch mit dem da. Schöne Kranz machen, ich würde nicht zu gross machen. Aha. Du musst an die Präsentation denken, nachher auf dem Teller. Was machst du mit dem? Den kannst du nachher da fixieren. So. Ich habe das Ding noch nie gesehen. Dann hast du einen wunderbaren Wurstkranz da drin. Okay. Der Grillchef geht davon aus, dass man gewisse Sachen schon weiss. Und dann erklärt er es auch anhand von dem. Aber wenn einem so die Grundinformation fehlt, dann bringt das auch nichts. So, weißt du, was mein Problem ist? Ich kaufe die Linsen immer in der Dose mit Soße. Und dann musst du sie nur so in die Pfanne tun, dann sind sie warm. Und darum weiss ich nicht, wie man normale Linsen macht. Aber ich könnte ja eigentlich eine mal ins Maul nehmen. Linse im Mund. Und jetzt? Weißt du was? Mach mal den Grill an und schmeiß mal ein paar Linsen da drauf. Gute Idee. Dann haut mal eure Linsen auf den Grill. Das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Aber da war ja noch der Kranz. Was ist ein Kranz im Essen? Frag mich schon die ganze Zeit, wie ich das mache. Dann machst du es wieder zu. Hä? Was ist ein Kranz? Ich kenne nur Kranz irgendwie auf irgendwelchen Köpfen oder so. Ich kenne das nicht auf dem Grill. Was ist ein Peperoni-Kranz? Was soll ich mit dem Ding? Sie will den Kranz. Ich habe keine Ahnung. Ah. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Kranz gemacht. Mit einem Kranz? Ich weiß nicht mal, was ein Kranz ist. Frag mich schon die ganze Zeit. Was ist ein Kranz? Kranz? Was macht? Ich weiß, aber. Ich weiß nicht, was das denn ist. Sind es mehrere? Sind es nebeneinander? Ja, aber nicht mit Wurst und Peperoni. Scheiß Kranz. Also, Freddy, hilf doch den beiden aus der Patsche. Für so einen Wurstkranz nimmt man einen flexiblen Grillspieß und steckt ihn abwechslungsweise Wursträdchen und Gemüse drauf. Wer keinen Edelstahlspieß zur Hand hat, kann einen Holzspieß nehmen. Wenn man einen Holzspieß nimmt, legt man vorher für etwa 30 Minuten ins Wasser ein, damit er während dem Grillprozess nicht anbrennt. Eben, dann spießt man es doch drauf. Eben! Hat ja noch nie jemand das Gegenteil behauptet. Egal, wie wir werden scheitern, wenn ich es immer Spaß der Liga. Schau mal, wie der Cheddar abgeht! Oh. Oh. Kehren! Cheddar ist aufgegangen, warte. Geht schneller. Und wie hätten die Würste eingeschnitten werden können? Statt Wurst klassisch einschneiden, kann sie vor dem Grillieren zu einer Spirale geschnitten werden. Dazu wird ein Holzspieß längs durch die Mitte der Wurst gesteckt und dann kann man mit einem Messer in einem leichten Winkel bis auf den Spieß schneiden. Der Spieß wird vor dem Grillieren wieder rausgenommen. Und zurück zu den Jungs. Hast du mir die hier angelegt? Nein, sicher nicht. So weit kommt es noch. Das kann doch nicht sein. Nein, kann doch nicht sein, dass sicher nicht, wenn ich so etwas mache. Nein. Sicher? Hast du mal deinen Wurst gesehen? Das ist eh jo. Schon verbrannt. Eine Seite, ja, und dann machst du auf die andere Seite noch. Komm, jetzt müssen wir einfach Schuld geben. Schaut mal, bevor hier aus Freunden Feinde werden, habe ich hier eine Extrawurst. Charlie, du entscheidest, ob Joel die bekommt. Nein, nur weil ich fair bin. Da. Wirklich? Ja, komm. Nein, eigentlich ist es blöd. Nein, eigentlich ist es blöd. Du bist so ein Arsch. Nein, eigentlich ist es blöd. Nein, es tut mir leid. Ich habe meine Chance. Ich muss meine Chance irgendwie erhöhen. Das trifft mich wirklich. Schwer im Herzen. Ich habe wirklich das Gefühl, der Charles ist ein guter Freund von mir. Komm schon wieder umarmen. Ich bin schon unterwegs gewesen, um ihn umarmen. Oh nein. So ein Arsch. Keine Zeit mehr für den Scheiß. Also gibst du auf und servierst deine Wurst so schwarz wie Holzkohle? Yes! Und du servierst dafür deinen Kranz ungrilliert? Oh, fuck! Vielleicht vergeht dir gleich das Lachen. Endsport. So, ihr Witzbolde, noch 5, 4, 3, 2, 1 und Finger weg. für das, dass wir keine Ahnung haben, was wir machen, ja,
Als Komiker ist es halt so, wenn wir scheitern, dass man einfach darüber lacht. Jetzt mal nicht den Teufel an die Wand malen. Unsere Jury, bestehend aus Starköchin Meta Hildebrand, Stilikone Clifford Lilly und Olympiasieger Hausi Leutnecker, entscheiden, ob die beiden mit ihren Gerichten eine Standing Ovation oder eher Buhrufe verdient haben. Wer hat die beste Show hingelegt? Ui, ein Unheim. Ein riesiges Menü. Das sieht sehr anmächtig aus, sehr elegant drapiert. Und nur getue. Das ist also moderne Kunst, die die zwei gemacht haben. Wir fangen an mit Grün. Jetzt schauen wir mal, was passiert im Geschmack. Da. Nicht zu viel. Ja, nicht zu viel. Danke. ich will da nicht zu viel. So, jetzt kommt noch der Kranz. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ein bisschen weiter oben. Gut. So, einen guten. Guten miteinander. Also das Würstchen ist auf jeden Fall mal nicht trocken. Nicht schlecht. Die Wurst ist gut. Nicht schlecht. Aber mir schmeckt es. Ja. Ja. Ich finde, solange es essbar ist, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich glaube, wir können gut zum nächsten Teil gehen. Ja. Mal schauen, was Rot zu bieten hat. Ein typisches Jungselemenü ist das. Also, ich gebe trotzdem wieder die Mitte. Die ist nicht ganz so trocken. Mitte, jawohl, okay. Dann Clifford Sauerkraut. Wenn man sieht, wie gross der eigentlich wäre und wie knausrig das so. Ja, das langt. Ich habe die Zunge bissen. Kein Würstchenstand aufmachen. Ja, nein, nein. Ich habe einen Konkurs. Unsere Würstchenbude war so schnell bankrott. Also das ist allgemein ein bisschen raffinierter und ein besser abgeschmeckt. Es ist ein bisschen inspirierter. So. Da war auch der Kranz grosszügiger jetzt mit dem Geschmack. Und da kann man sagen, der Kranz ist ein bisschen mickrig. Der Würst habe ich super saftig gefunden. Diese Linsensalat finde ich gut so. Aber dieser Teller war mir also schön angerichtet. Dieses wunderbare Bracelette mit der Peperoni. Ich bin ein Wurst-Spezialist. Ich esse gern und viel Brotwürst. Beide sind jetzt viel durch. Würzmäßig muss ich einfach sagen, dass ich ein bisschen fahre. Aber wenn zwei Jungseelen kochen, ist ganz klar, dass so rauskommt. Dann drücke ich auch das Auge zu und man kann beides essen. Aber also. Immerhin. Kochkönige werden beide werden nicht werden. Trotzdem steht die Bewertung an. Wie geht's denn? Ich bin jetzt aufgeregt, ja, weil es ist nicht Alltag, dass eine Starköchin und Olympiasieger und Modeguru etwas von einem essen. Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, darf heute keiner gewinnen. Man hätte es können essen. Also ich bin nicht heikel. Aber engagieren für euch zwei will ich keinen zu kochen. Nein. Darum, der Rot gebe ich ein 5 und Grün ein 4. Ich bin ein gnädiger Mensch von Haus auf. Yeah. Dankeschön. Es war ein schönes, einfaches Rezept. Und darum bin ich umso erstaunter, dass eigentlich das rausgekommen dabei ist. Ja. Der Grün kriegt immerhin 3 Punkte, einfach weil etwas auf dem Tisch steht. Und der Rot tut mir echt mega leid, aber bitte nie mehr. Wow! Das ist so hart, dass es eigentlich nicht mal lustig war. Da ich schadenfroh bin. Das ist nicht ihr Talent, das ist ganz, ganz klar. Aber trotzdem hat der rote Teller einen Geschmack gehabt. Die grüne Teller hat mich da trotzdem ein bisschen mehr interessiert. Also der Kartoffel, der gefüllt ist mit der Sauerkraut, interessant, ja, ganz sicher. And of course, diese Bracelet, so real African colors, and so exotic, erotic, reds and greens and yellows, gelb. Ich muss sagen, die Grün hat mir am besten gefallen. 5 Punkte für Grün und 4 für Rot. Bam, baby! Woo! Yes! Und somit heißt der Sieger Charles Nguela. Hola. Meine Mama wäre stolz, danke mal. Danke. Nächste Woche bei Die Promi-Griller. Kim Gloss gegen Isabel Flachsmann.
Mach mit beim Promi-Griller-Wettbewerb und gewinne einen Gutschein für die neuen Beetroot und Spinach Cottage-Würste von Bell im Wert von 100 Franken. Was ist ein anderer Begriff für Ranken? A. Rote Beete oder B. Blaue Bertha? Sende eine SMS mit dem Kennwort Griller A oder Griller B und deiner Adresse an die Zielnummer 920. Eine E-Mail an griller@sat1.ch oder rufe uns an unter 0901 595 509. Jeder Anruf und jede SMS kostet 90 Rappen.